Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video vollkommen. Jedes Mal, wenn ein Video anfängt, muss ich mindestens einmal dagegen boxen. Tamam? Das heißt aber nicht, dass ihr das nachmachen sollt. What the f***? Ich bekomme Videos zugeschickt, die Leute irgendwie ihre Hand fast brechen wegen mir, weil die denken, oh cool, muss die Box auch gegen seine Wand, das mache ich mal auch. Behindert? Sie sind geistig behindert. Was geht, Leute? Wir sind endlich mal wieder hier. Bevor das Video überhaupt anfängt, bevor ich irgendwas sage, danke für die krasse Resonanz beim letzten Video. Oh mein Gott, ich glaube, das war bis jetzt Rekord auf meinem Kanal. Bis auf Bottleflip-Zeiten, denke ich. Dass ich so eine krasse Resonanz innerhalb von einem Tag hatte, ehrlich. Meine Hand blutet wieder, egal. Es tut gut, wieder auf YouTube zurück zu sein. Es läuft alles gerade perfekt. Inshallah passiert nicht wieder irgendwas. Meine zwei Strikes sind weg von Hussein. Chill, du Sohn. Es gibt nicht zwei Optionen, es gibt nur diese Option. Also es gibt nur zwei Optionen. Bruder, ich will jetzt auf Influencer reagieren. Ich will Influencer fertig machen. Ich habe gesagt, wenn meine Strikes weg sind, ich jeden Instagrammer, den es gibt. Bei meinem letzten Video mit dem lieben Herraj habt ihr bestimmt mitbekommen, da gab es eine Paolas Clips. Oh, das ist Paolas Clips. Ich habe irgendwie mit jeder Beef. Und Bruder, bei der war das so, ich erzähle kurz so, Story einfach nebenbei. Auf die ich sehr komisch reagiert habe, weil ich davor mit ihr noch nicht eine vernünftige Konversation hatte. Wir haben sehr viel geschrieben, aber das ist das Letzte, was wir uns gegenseitig geschrieben haben. Guck mal, Musti, du kannst alles gegen mich sagen und alles gegen mich machen. Juck mich nicht. Aber wenn dein Insta weg ist, ist was ganz anderes. Du weißt, wovon ich rede. Dann habe ich gesagt, du kleine Mistgeburt. Wart ab. Wenn meine Strikes weg sind, bist du sowas von dran. Meine Strikes sind weg, aber nein, jetzt bist du dran. Oh mein Gott, okay, it's happening. Everybody stay calm. What the f***? Ich sag euch mal ganz schnell, wer Paolas Clips ist. Das ist ein Mädchen, die ich mit 15 Jahren kennengelernt habe. Ihr denkt euch gerade so, ganz normales Mädchen, so junges Mädchen, alles mögliche. Nein! Oh mein Gott. Dieses Mädchen könnte Katjas Tochter sein, ohne Scheiß, Digga. Die ist inzwischen 16, deswegen alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Aber dieses Video, was ich euch jetzt zeige, hat sie mit 15 aufgenommen. Das ist nur so ein kleiner Sneak Peek, dann gehen wir richtig in diese Materie rein. Versteht ihr mich jetzt? Versteht ihr mich jetzt? Versteht ihr mich jetzt? Olum, versteht ihr mich? Wie soll man da nicht ausrasten, Bruder? Olum, onbeschaschender. Ich komme gerade nicht klar. Es wird schlimmer. Sie hat TikToks gegen mich gemacht. Aber davor erzähle ich euch eine Geschichte. Und zwar habe ich das gepostet und habe irgendwie was dazu geschrieben. So, ey, wie kann man mit 15 Jahren sowas machen? Sie hat dann auf mich reagiert. So, Mittelfinger, M steht hier. So, keine Ahnung, bei ihr. Sie dachte, sie ist cool. Hat dann irgendwie gegen mich geshootet in den Stories. Natürlich hat mir sowas nicht gefallen. Na klar. Meine Abonnenten gehen rüber, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Komplett auseinandergenommen. Halt die Fresse. Ich schwöre auf alles, die haben es einfach geschafft, ohne meine Hilfe, ihren Instagram-Account zum Löschen zu bringen. Mashallah, mach nochmal. Danke dir, shukran. Bruder, schreiben mich irgendwelche homosexuellen Menschen an, die mit ihr befreundet sind. Ey, wie kannst du ihr sowas antun? Sie liegt gerade heulend im Bett, ehrlich, so unmenschlich von dir. Halt deine Fresse, ohne mich nicht ab. Ey, Digga, was ist los, ey? Bestimmt deine nicht. Wer eine große Fresse hat, der muss auch mit sowas rechnen, meiner Meinung nach. Selbst ich rechne damit, dass ich irgendwann auf der Straße auf die Fresse bekomme. Aber selbst dann verteidige ich mich, Digga. Haben dir deine Eltern nicht beigebracht, dass man andere Leute nicht runtermacht? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe auf jeden Fall Eltern, die sich für mich interessieren. Wow. Die mich niemals mit 15 Jahren vor einer Kamera so gelassen hätten, wie jetzt in deinem Falle. Ich habe sogar eine Mutter, die gerade jetzt dieses Video anguckt. Anne nebenbei, alles ist nur Spaß, versteh das bitte. Anne, bitte, guck dir das Video am besten einfach nicht an. Mach einfach nebenbei Baklava und danach ruf mich runter und dann esse ich das, tamam? What the f***? Okay, sie ist 16 Jahre alt, aber merkt ihr das? Bitte, bitte hat das in deinem Kopf. An die ganzen 16-Jährigen, falls ihr das nicht verstanden habt, ihr habt alles im Leben richtig gemacht. Alles im Leben richtig gemacht, Haare nach hinten gemacht, runtergegangen, bei Papa Schlumpf und hatte dann auf einmal eine blaue Zunge. Wie soll ich noch leben? Wie soll ich noch auf Instagram surfen, ohne sowas zu sehen? Am Nachbräumen kommt ein Mädchen, macht mit mir Beef, sieht aus wie Sandy aus SpongeBob, wenn die irgendwie ihren Anzug ausgenommen hat. Wir hatten echt eine lange Konversation, so einfach so nebenbei. Bitteschön für die ganzen Abos. Die hat auch echt Abos durch mich gemacht, muss man einfach so ehrlich sagen. Also, bitteschön. Missgeburt. Hätte ich auch alleine geschafft, Schatzi. Allah mir Rabbi. Oh, nenn mich nicht Schatzi. Und dann schreibt sie, ah, großer Fresse, aber nichts dahinter. Ich schreibe großer Ausschnitt, aber nichts dahinter. Wow. Ich hab
Dein Leben gefickt. Also nasse Stimme einfach. Scheiß drauf. Scheiß auf diese ganze Chat. Da ist noch viel mehr, aber wir reagieren jetzt einfach auf die Videos, die sie gegen mich gemacht hat. You make me sick. You make me... Was soll man dazu sagen? Sie schreibt darunter irgendwie for you oder so. Denkst du irgendwie, das triggert mich? Merk dir immer eins, hab das immer im Hinterkopf. Egal wie krass du gegen mich shootest, du lagst in deinem Bett und hast wegen mir geheult. Immer im Hinterkopf behalten, bitte. Ich hab dir gesagt, wenn meine Strikes weg sind, ich nimm dich auseinander. Ich hab dir das versprochen. Schreibt unten, muss die who? Deinen Vater, Amenak. So, das Ding ist jetzt, die schreibt Mustifizierte. Sie provoziert nicht mich, sie provoziert euch. Denkt zweimal nach, was ihr macht. Also, ich will da mich nicht einmischen. Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Wisst ihr was, gerade wegen dieser Überschrift, dass sie jedes Mal 1 Euro bekommen könnte, wenn da irgendwie Mustiafrit steht oder Mustifiziert, keine Ahnung, was ihr da labert. Einfach jetzt aus Provokation, einfach nur um ihr zu zeigen, was für starke Amenako in der Community haben. Geht rüber, ihr wisst ihren TikTok, ihr wisst ihren Instagram, schreibt einfach in die Kommentare, überall, ich will sehen, Hashtag Mustifizierte. Lass die komplett auseinandernehmen, lass sie nochmal im Bett heulen, Amenako. Auf an, lass die Stimmen, Digga. Bruder, ich würde dir aber mies geben, so ist es nicht. Sie ist 16. Bruder, das war mein Cousin. FBI, open up! Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Something dramatic happened that changed my life, check. Das heißt, ich bin irgendwas, was ihr Leben verändert hat. In nur einer Minute können Sie helfen. Und Ihre Hilfe wird dringend benötigt. Bruder, die heult rum, weil ihr Instagram gelöscht wird. Und das sieht sie jetzt als dramatische Erfahrung. Andere Menschen kommen aus dem Krieg, Amenako. Bruder, wie gut musst du es im Leben haben, dass du depressiv bist, weil dein Instagram-Account gelöscht wurde, den du aber nochmal zurückbekommen hast. Und was ein geiles Leben muss man haben, dass das die kleinsten Sorgen sind, die du hast, Amenako. Weil ich mäßig ihren Instagram-Account gelöscht habe, kommt sie bis heute nicht drauf klar und nennt das dramatische Erfahrung. Also komm, halt deine Fresse, Wallabila. Da provoziert sie nochmal in den Kommentaren. Sie schreibt, wo sind die Mustifizierten? Wallabila, zeig dir einfach, wo die Mustifizierten sind. Wallabila, die f*** mich so ab. Nach diesem Video werde ich entweder angezeigt, dieses Video wird gestrikt, oder sie macht ein ganzes Video gegen mich. Ich hoffe mal die dritte Option, weil dann mehr Videos, du wisst Bescheid. Let's go. Mustifizierte, ihr habt gewonnen, wenn deine ganze Familie nicht weiß, dass du Instagram hast. Und jetzt wissen sie es. Ich darf nichts mehr posten und werde meinen Account löschen. Damit provoziert sie einfach nur noch mehr. Und die ist 16 Jahre alt, zieht sich vor der Kamera aus und shootet irgendwie gegen mich in der Hoffnung, dass ich auch in meinem Bett heule, so wie sie. Bruder, das sind die kleinsten Videos. Mach Wallah, wenn ich dir die anderen Videos zeige, ne? Diese ganz schlimmen, wo sie sich komplett auszieht, gefühlt. Warte, weg der. Sie beginnt das Video so. Stativ ist runtergefallen. Nimm diese Baseballschläge, hau gegen den Kopf. Natürlich ist alles nur Unterhaltung, alles nur Spaß. Wir verstehen uns gut im privaten Leben so. Soll nicht ernst genommen werden. Das ist natürlich nur gespielt. Das Spiel steht natürlich unten in der Videobeschreibung. Alle, die von Musti kommen, ihr seid alle lächerlich. Da ist die Tür. Muss ich da noch was sagen? Seht ihr, wie krass sie provoziert? Sie will doch nur, dass ihr Instagram nochmal gelöscht wird, damit sie nochmal im Bett holt. Du hast verloren, du hast Schwäche gezeigt, dann hör doch einfach auf, lass es doch einfach. Gesumian, ich bin blind geworden. Aber da ist ein Zitat von Fujitora aus One Piece. Was sagt der liebe Fujitora aus One Piece? Blind zu sein hat einen Vorteil. So muss man den Abschaum der Menschheit nicht sehen. Diesen Abschaum meine ich, Bruder. Okay, mit diesem Video beenden wir dieses Video, weil dieses Video... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah. Sie sieht aus wie eine Türkin. Bauchnabel-Piercing. Sie hat zwar kleine Titten, doch ein Arsch wie ein Pfirsich. Also den Musti, den es 2017 und 2018 gab, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video vollkommen, Digga.
Meine Handbremse wird langsam zu viel. Ich muss, glaube ich, irgendwas dran machen. Schaut bei Snapchat, Instagram vorbei, keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch. Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Modifizierte überall, Digga. Rastet komplett aus am Nachbarn. Ich will jetzt meine Community richtig dran sehen. Beim letzten Video seid abgegangen, zeigt, was ihr drauf habt. Sogar an meiner Wand ist Blut dran. Kein Bock mehr, ciao. Am Nachbarn.